Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute zu Let's Play Fallout 4. Einem weiteren Part. Und plötzlich hatte ich keine Haare mehr. Wow, creepy. Genau, wir sind hier in dieser Höhle unter der Red Rocket Station. Und irgendwas ist hier an der Wand. Hirnpilz. Ah, fuck. Er wird gelootet. Oh Gott, dieses Geräusch. Schlapper, schlapper, schlapper. Alles mit dem. Wir brauchen ganz viel Hirnpilz. Hirnpilz. Oh Gott, ihr schon wieder. Was hätte ihr treffen sollen? Ich denke mal, ich schieße den Hund ab, wenn das hier zu eng Raum ist und das war nicht gut. Stören. Okay, gut, das hätten wir. Deswegen, ich weiß nicht, der Hund macht ja auch halbwegs Damage sogar, ne? Oh Gott, ganz viel Hirnpilz. 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 So, oh, ein Pömpel. Ein Pömpel, der wird mitgenommen. Pömpel. Schrank ist leer. Gehen wir mal hier weiter. Ne? Oh, noch mehr Hirnpilz. Und noch eine Mauer. Oh Gott, und ich muss nachher. Nahkampf! So, alles wird gelootet. Gut, gelootet. Oh, was haben wir hier? Schraubschlüssel, Klebeband. Wasser. Das ist bestimmt verstrahlt, ne? Ein Teddybär. Trinkst du Wasser, stellt das Gesundheit wieder her. Nicht gereinigtes Wasser aus einem Strahlungsschaden. Yep. Okay, egal. Trinken wir mal ein bisschen. Wir haben jetzt nicht so viel Verstrahlung bisher. Hirnpilz, yeah. Hirnpilz. Putzmittel, ja. Wofür man es auch braucht. Oh, ein Safe. Ah, direkt First Try hier. Patronen, Mentats. Oh, Molotov-Cocktail, sehr nice. Splittermine. Coole Sache. Okay, hier war dann noch irgendwo. Fuck, ist das wieder blutig hier. Hirnpilz? Oh, Hirnpilz. Gott, wofür man den auch immer mal brauchen wird. Oh, Nuka-Cola, nice. Teerbeere, was ist das? Und aus dem Weg. Diese Impro-Pistolen. Diamond City Radio. Wo ist Street Dog? Ich dachte, er wäre in dem Game drin. Wir werden sehen. Vielleicht treffen wir ihn noch. Ich hoffe, wir treffen ihn noch. Oh, was haben wir hier? Fusionskern. Oh Gott, was ist das hier für eine scheiß Verstrahlung? Mülljäger-Auszeichnung. Mr. Benson, im Namen des Regionalbüros Boston möchte ich Ihnen in Ihrem und Ihrem Team für die Auszeichnung Mülljäger 2076 gratulieren, die dem Geschäft mit der höchsten jährlichen Abfallvermeidung verliehen wird. Rücksichtnahme auf die Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Firmenimages. Und wir begrüßen Ihre innovativen Ansätze in dieser Hinsicht. Mit freundlichen Grüßen, Gerard Phillips. Ja gut, die haben auch ein bisschen betrogen, ne? Muss man ja mal so sagen. Oh, Hirnpilz, Hirnpilz. Gut, hier geht's raus, ne? Na gut, dann war's das ja schon, ne? Gut, ist eine kleine Höhle. Nicht das große Höhlenabenteuer, Mann, Gott. Oh, ich lese gerade im Chat, habe ich Dark Souls 2 gespielt? Ich habe Dark Souls 1 gespielt, tatsächlich. Ja, genau, ich habe Dark Souls 1 gespielt, aber keine Ahnung. Sonst war das für mich immer so, Dark Souls 1 hat mich jetzt nicht so geflasht wie die meisten irgendwie und deswegen war das halt so eine Sache, dass ich da jetzt nicht weiter dran geblieben bin, weil ich ganz ehrlich auch sehr leicht dann frustriert bin und dann es lieber weglege, weil ich mir denke, why? Also ich bin nicht bei diesem Hype-Train dabei gewesen. Oh, was haben wir? Nuka-Cola Quantum. Nice. Also Nuka-Cola... Danke. Wow. Nice. Kann ich dich jetzt hier irgendwie... Bleib doch hier. Hier drüben. Handel, reden. Wie geht's dir, Kumpel? Ja, wie geht's dir, Kumpel? Egal, wegschicken, holen.
Tricks. Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Cool. Oh, er kann Männchen machen. Und erneut bleibt die Frage, wo hat er das gelernt? So, okay. So, was haben wir hier noch? Aschenbecher. Eine Haarklammer, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Kommode ist leer, was ist das? Haarklammerbox, nice. Haben wir drei Stück. So. Coca-Cola-Flasche. Coca-Cola, gut. Rolle nehmen wir gerne mit. Maddox Psycho, das sind Drogen. Weil sie es nicht wissen, so. Gibt bestimmt dann auch mit Zeiten wieder auch so ein Hardcore-Mod wie in New Vegas, dass man schlafen muss. Und überhaupt, um weitermachen zu können. So, Briefkasten, was ist denn da zu regnen? Oh Gott. Ah, wir sind in Concord angekommen. Das gehört alles zu Concord. Cool. Das wusste ich nicht. Coca-Cola. Hallo. Was ist das hier? TNN. Galaxy News. News. Was? GNR, war Galaxy News Radio. Weißt du eigentlich, ob man, wenn man Reach aufwärtskompatibel, wenn aufwärtskompatibel ist, auch auf der 360 mit Leuten auf der One spielen kann? Soweit ich weiß, kommt Reach ja gar nicht mit dem Update auf der One jetzt am 12. Also, ich glaube, es soll kommen. Zumindest Halo Wars soll auf jeden Fall noch kommen. Aber es dauert wohl noch. Jetzt erstmal, es gibt so eine Liste auf Microsoft oder Xbox.com, was jetzt erstmal kommt am 12. November. Also quasi in 2 Tagen. Wow, in 2 Tagen ist das Update. Und Reach ist, glaube ich, noch nicht dabei. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich hoffe es mal, weil sonst wäre es echt sinnlos, wenn diese beiden Communities quasi so voneinander abgeschottet sind. Das ist ja auch ein Netzwerk, also Xbox Live. Somit würde es schon auch Sinn machen, wenn man das gemeinsam zocken könnte. Okay. Aber wir werden es sehen. Concord, okay. Ich würde aber eigentlich mal lieber hier rangehen und... Witze! Was geht da hinten ran? Guys? Guys! Irgendjemand? Hallo? Leute! Fuck! Das ist richtig krieg. Oh Gott, Raider! Shit! Was? Er hat ihm den Kopf ab... Was? Du bist echt ein krasser Hund. Das muss man schon sagen. Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Gut, okay. Laut Halo-Klasse kommt es demnächst. Ja, demnächst heißt ja nicht unbedingt jetzt bald, also Reach. Aber gut, ich habe da auch keine näheren Infos zu, deswegen würde ich mich jetzt nicht auf meine Aussage berufen. Oh, Lasermuskete. Wo soll uns zählen? Ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, was ich von... Oh, Milizug. Wir haben einen Hut! Was ich von Laserwaffen halten soll. Aber gut, ich werde den jetzt erstmal benutzen. Moment mal eben. Ach so. Oh Gott, nee, dann haben wir lieber das Gamma Outfit. Bam. Ja, das war in diesem einen Trailer drin. Ne? Milizut, ja. Auf jeden Fall. Okay. Raider, Leder. Achso, ich kann das hier auch alles einzeln anlegen, ne? Okay. Sackkapuze mit Schläuchen. Nee, das ist mir zu strange. Okay. Harder than TNT. Oh yeah, wir sehen jetzt quasi wieder so New Vegas-mäßig, Cowboy-mäßig aus. Okay, Moment, die Lasermuskete ausrüsten. Waffen. Was? Gut, ich muss die aufdrehen. So sind wie diese alten Uhren, die man durch Wackeln angeblich auflädt, aber die dann irgendwann immer stehen geblieben sind. Genau. Oh Gott, damn it. Diese Raider.
Kopf zerberstet. What the fuck? Da oben ist noch einer. Egal, Leute, aufhören. Zigaretten, yeah! Leder. Wir nehmen das erstmal, wie gesagt, alles mit, bis wir voll sind. Dann gucken wir mal. Wir werden ja mit der Zeit dann, denke ich mal, auch lernen, was wirklich zu brauchen ist und was eher nicht so. Willst du wohl Spielchen mit mir spielen, was? Naja, kommt doch mal, was für Spielchen, ne? So. Abgeschlossen. Ja gut, dann müssen wir wohl hier lang gehen. Oder geht's da drüben auch noch lang? Zeit, sich fertig zu machen. Du oder ich? Ja, ich würde mal sagen, ich werde es da. Also. Oh Gott, was ist denn hier? Ist das so die Revolution? Was war die nochmal? 1772? I don't know. Kann sein, ne? Genau. Wollten sie unabhängig werden, diese Amis? Was? Ich hab's doch vorhin gedreht. Shit! Stirb. Okay. Diese Raider immer. Oh Gott, da wird es wieder so weirde Mods geben. Das sage ich euch auch mal. Oh Gott, das ist jetzt gerade echt verwirrend. Radio machen wir mal aus, wenn das hier ist. Hankern und Adams, was? Er hat Sex gesagt. Muss ich immer an 257ers denken. Kennt ihr 257ers? Ihre Texte, also es gibt, finde ich, viele schlechte Deutschrapper, oder viele niveaulose Deutschrapper, die vielleicht schöne Reimketten haben mögen, aber wo der Inhalt einfach total beschissen und banal ist und scheiße. Und ich es einfach hasse. Und, Schrotpatron. Und die 257ers sind aber einfach mit Absicht so dumm, dass ich sage, okay, I can live with that. Und manchmal finde ich es halt, wie gesagt, einfach sehr, sehr lustig. Okay, hier gibt es einen Computer. Hier gibt es eine Tür. Computer-Terminal. Oh, da ist noch eine Kiste, schraubt sie aus, so. Okay. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, was wir hier so machen können. Oh, wir können hacken. Das erste Mal hacken. Ja, wer nicht weiß, wie das Hacken in Fallout funktioniert. Achso, hier ist es nochmal. Wähle mit LS ein mögliches Passwort. Drücke A, um es einzugeben. Ist dein gewähltes Passwort nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben, sowohl Position als auch Buchstabe selbst, auf dem Bildschirm angezeigt. Genau, wir haben 4 Versuche. Und wenn wir hier noch so andere... Wir können jetzt einfach mal irgendwas ausprobieren. Here's... Zugang verwehrt. Treffer 1. Gut, da ist jetzt ein Buchstabe gleich. Das bringt uns wenig. Wenn wir hier so Klammern finden, irgendwie die zu sind oder so... dann können wir damit zum Beispiel falsche Passwörter eliminieren. Ah, da sehe ich eine. Oder Versuche wieder auffüllen, je nachdem. Falscher Eintrag entfernt, genau. Chair. Bin drin. Boah, zack, zweiter Versuch. Sicherheitstor entriegeln. Genau, haben wir uns jetzt nämlich das Hack, das Knacken des Schlosses hier gespart, denke ich. Yep. Nice, was gibt's hier zu holen? Fusionskern. Nehmen wir mal mit, ne? Fuck, jetzt ist natürlich der Strom aus. Hoffentlich wird das kein Nachteil. But we'll see. Okay, hier geht's wahrscheinlich. Oh ne, hier ist nur die Treppe. Da kommen wir her. Ich mal sagen, gehen wir hier dann. Oh, Springmesser. Ich will an die Tunnelschlangen denken. So, wir nehmen alles mit. Alles wird gelootet. Scheiß drauf. Ist mir ein bisschen. Oh, den haben wir noch nicht gelootet. Den haben wir ja ganz am Anfang weggeholt. Oh, hier liegen wieder diese Brocken rum. Bisschen übertrieben. Gurtzeugs. Raider? Sind hier noch Raider? Level up. Oh. Gucken wir doch gleich mal direkt nach. Glück ist eigentlich vom Loot-Gut, meint vorhin auch Kybaton. Im Chat. Ich kann zweimal nachladen, weil der Lasergang habe ich ja vorausgefunden, um das nochmal zu beantworten. Also irgendwie mehr als zweimal jetzt hier drehen. Geht nicht. Ne? Ne. Genau. Okay, right away. Nice. Du hast... Tattoo. Was denn? Großpatrone, ganz viel Munition. Wie kann man nochmal das Pitboy-Licht anmachen? Das sieht aber schon cool aus, wenn der Laser hier so leuchtet, wegen dieser Fusionskammer, die da so drin ist. Kann man das hier irgendwie sehen, wenn die hier so...
X hält, oder kann ich das sehen, wenn ich hier in meine externe gehe? Ah, fuck, goddammit. Da, das ist, ne, das sieht schon fancy aus. Okay. Klebeband, Plastiklöffel! Ich habe endlich nach jahrelanger Suche, habe ich den Plastiklöffel gefunden, mit dem ich dann mein Sonntagsei essen kann. Das ist sehr schön, denn ich benutze gerne Plastiklöffel, weil Plastik ein super Material ist, was eigentlich gar nicht stimmt, weil Plastik angeblich das furchtbarste Material aller Zeiten ist und Krebs verursacht. Aber gut, wen kümmert das im nuklearen Fallout? Servus. Pappkamerad, hoppla. Das ist der sogenannte Domino-Effekt. Okay. Kronkorkenvorrat. Gott, ich sag's euch, wir werden reich. Ich bin mal gespannt, wie viel ich dann am Ende wirklich habe. Ich will möglichst effektiv und sparsam sein. Was diese ganzen Kronkorken-Geschichten hier angeht. So. Macht immer so ein cooles Geräusch, die Laser. Du? Da höre ich. Schleichen wir. Oh Gott, benutzen wir mal was. Ich sagen, oh Gott, wir benutzen mal was. Torso. Feuerfrei. Bam. Oh, den haben wir direkt gehittet. Critical. Ne, ich will wieder ein Ego. Hallo. So, ich dachte, wir helfen dem Hund da vielleicht auch doch mal. Ja, Buddy. So, das sollte mal nachladen. Nice, der Unstimpack dabei. Ich möchte auch möglichst mich mit Essen heilen, außer ich habe halt wirklich verkoppelte Körperteile. Vor allem, wenn man jetzt hier auch noch kochen kann, würde es ja vielleicht noch besser gehen. Wissen es nicht. Oh, was haben wir hier? Genau, das hier ist die Revolution. Dann haben wir hier. Was wird das sein? Zweiter Weltkrieg, schätze ich. Den ja die Amis gewonnen haben, nach Theorie von hier Fallout. Alleine. Gut, oder ihn zumindest beendet haben mit ihren Atombomben abwürfen. Fancy. Genau, und dann haben wir hier Mond. Wer weiß auf dem Mond? Mit Waffen, gut, und hier Powerrüstung, ne? Aber die Frage ist ja, warum sind. Also hier sind die 50 Staaten. Und warum sind hier nur noch ein paar und große. Ach, ich verstehe es noch nicht ganz. Das sieht jetzt vielleicht nicht ganz so nice aus, aber gut. Hallo? Anyone? Oh Gott, ich habe wenig Leben. Ich sollte vielleicht mal etwas fressen. So. Futter. Hilfsmittel? Ja, genau. Wo habe ich denn hier? Gedrillte Red Kakerlake. So. Zack. Schon sind wir wieder voll. Ah, aber es lädt hier langsam auf, ne? Man ist nicht instant wieder voll, so wie in Fallout 3 noch. Weiß nicht, ob das schwieriger macht oder einfacher, wenn wir sind. Wow, fuck. Das sollten wir nicht runterfallen, gehen wir mal ein bisschen schneller weiter. Ich komme rein und ich ziehe jeden oder auch nicht. Die Haut ab. Komm schon, die gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Jemand spaziert. Aber ich komm nie. Vorsicht ist schon ganz schlecht. Servus! Erstmal den vorderen, hallo. Bam, bam. Oh fuck, das sieht echt fancy aus. Jetzt blüht er sogar so zu einem Häufchen Elend. Was denn das für ist? Kreuzschlüssel, Sturm, ach, wir nehmen alles mit, wie gesagt. Du trägst zu viel. Du kannst leider nicht mehr rennen. Oh, da sind wir schon beim Max-Gewicht angekommen. Ich würde sagen, dann fressen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was. Das hilft jetzt auch nicht so viel. Und dann können wir mal ganz viel von der Kleidung wegwerfen, die wir wahrscheinlich eh nicht brauchen. So. Also, T-Shirt und Hose zum Beispiel ablegen. Schweißerbrille weiß ich jetzt nicht. Kann man reparieren? Schaden durchschalten. LB. Nein, ja. Kann man reparieren? Das ist die Frage.
kann man favorisieren, ablegen, Skill-Tabelle. Ach so, okay. Ich beginne zu verstehen. Das hier können wir auch wegwerfen. Gasmaske, Brille, Gamma Outfit. Ja, I don't know. So, Waffen, aber wie kann man denn reparieren? Das ist doch wohl die große Frage. Brauche ich überhaupt einen Baseballschläger? Ich meine, ich habe ihn jetzt mitgenommen, weil, ne, der Hund ihn mir gebracht hat. Scheiß drauf. Auch wenn ich... Oder muss ich reparieren jetzt an den Werkbänken machen und brauche dafür gar nicht mehr mehrere, oder beziehungsweise ich kann es nicht mehr unterwegs machen. Kreuzschlüssel brauchen wir keine drei Stück, was zur Hölle. So, jetzt haben wir ein bisschen weniger wieder, aber gut. Bringen wir es aber auch mal eigentlich auch nicht. Ja, ich würde gerne wissen, wie man repariert. Oder wie gesagt, geht es nicht mehr, das ist die große Frage. Egal, jetzt können wir erstmal wieder sprinten. Gucken mal. Und jetzt wahrscheinlich direkt wieder nicht mehr. Yep. Fuck. God damn it. Kleidung. Leichte Kleidung, was? Nö. Mit der Uniform bin ich eigentlich auch nicht so der Fan. So. Okay. Oh, hallo Freunde. Mann, ich weiß, du bist doch der Typ von oben. Aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Aha, Preston. Servus. Der Hund hat sich hier direkt schon hingechillt. Minuteman? Minuteman? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen Gott innerhalb verdammt einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Okay, wir sind dann diese Guys hier vielleicht. Oder erzähl bitte, weiter, machen wir. Erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Ghule? Scheiße. Pech gehabt. Ist eine grausame Welt. Ja. Meinst du, ich weiß das nicht? Nee. Was ich gesehen habe. Was ich getan habe. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber nein, das ist es. Wir nicht haben eine Idee. Das klingt eine gute gut Idee kann einiges bewegen. Sturges. Sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Das ist auf jeden Fall gut. Powerrüstungen sind nice. Ja, dachte ich's mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Klingt super. Das wollte ich hören. Klingt gut, was? That's my style. Nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Was schlagt ihr vor? Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir wo man kommen eine nicht findet in das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den schon geholt habe vorhin. Wir waren ja schon im Keller, ihr erinnert euch, als wir das erste Mal gehackt haben. Und zufälligerweise habe ich den schon dabei. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Power-Rüstung. Oh, diese römischen Anspielungen. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Cool, dann machen wir das gleich mal. Nochmal kurz in den Chat gucken. Hab ja gesagt, Stärke leveln, dann könntest du jetzt mir Scheiß herumtragen. Ja, das stimmt schon, aber ich kann ja, will ja auch die anderen Sachen haben. Und ich habe Stärke, finde ich, schon verhältnismäßig hoch, wenn wir mal in die Skill-Tabelle schauen. Na gut, geht. Aber mir ist dann eigentlich doch Intelligenz und Charisma ein bisschen wichtiger, weil früher oder später habe ich auch ein Haus und
an, so. Mama Murphy, aha. Warte mal, ich würde gerne mal mit ihr reden. Dogmeat hat Hilfe für uns gefunden. Dogmeat? Dogmeat? Dogmeat. Der Name sagt mir was aus Fallout 3. Dogmeat? Er ist also dein Hund? Oh, ah. Er ist nicht mein Hund, nein. Dogmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde. Du bist so eine ganz spirituelle, ne? Ihnen, so wie bei dir. Ich habe es gesehen. Gesehen. Aha, du bist verrückt. Ja gut, also man sieht wirklich schon das Schema oben, ist, also Y ist immer nachfragen, X ist immer wirklich so sarkastisch und rechts ist immer ein bisschen gemein, böse und unten ist, Lass dir Zeit, Kind. Ja, ach so. Sag mir bitte, was du weißt. Genau, unten ist relativ freundlich. Ich fühle mich wie eine verrückte Alte auf. Das sind die Camps. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Alte Mama Seit Murphy. Seit meiner Kindheit. Aha. Das ist unglaublich. Ich bin weg. Ich bin ganz Ohr. Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Tut mir leid, Kind. Was? Fehlgeschlagen? Verdammt. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Aber glaub mir, ein Raider. Ist es nicht. Oh. Aber jetzt bin ich müde. Und wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Das stimmt wohl. Wartest du noch? Ja, darf ich mich nicht mal mit auch einem Geist hier unterhalten? Okay, Leute, für YouTube erneut, das war ein weiterer Part von Let's Play Fallout 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt einen Kommentar und bewertet das Video. Und ja, das nächste Mal werden wir uns hier noch ein bisschen umhören und umsehen. Da sehe ich schon ein Objekt der Begierde. Genau. Und dann werden wir natürlich die Powerrüstung holen. Also bis dann. Haut rein.